Stellt euch mal vor, jede Kommune könnte selbst entscheiden, wie sie ihre Wärmewende meistert. Je nach Lage und Infrastruktur kann sie Lösungen finden, um die Vorgaben aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz einzuhalten und für ihre Bürgerinnen und Bürger eine sichere, bezahlbare und umweltfreundliche Wärmeversorgung umzusetzen. Damit diese Vision Wirklichkeit wird, ist die sogenannte kommunale Wärmeplanung mit dem neuen Wärmeplanungsgesetz seit dem 1. Januar 2024 gesetzlich geregelt. Um das Ziel der Bundesregierung, klimaneutral bis 2045 zu erreichen, müssen wir vor allem bei der Wärme einiges verändern. Deshalb zeigt die kommunale Wärmeplanung jetzt schon Wege auf, wie die aktuelle Versorgungsstruktur in den Kommunen aufgestellt ist und welche Potenziale genutzt werden können. So werden mit einer umfangreichen Datenbasis Analysen durchgeführt, um herauszufinden, wie erneuerbare Energien in die Wärmeversorgung integriert werden können. Zum Beispiel Solarenergie, Biomasse und Geothermie, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Dabei spielt die Kommune eine zentrale Rolle, denn sie kennt die lokalen Bedingungen. Und wir von EWE Netz unterstützen sie im Planungsprozess, um die besten Technologien für jede Umgebung zu finden. Die Wärmeplanung schafft also eine Art Grundarchitektur, die den Transformationspfad der jeweiligen Kommune aufzeigt. Sie bildet die Entscheidungsgrundlage für zukünftige Versorgungsformen. So wird schrittweise auch mehr Transparenz und Planbarkeit für Bürgerinnen und Bürger ermöglicht. Bis spätestens Mitte 2028 sollen alle Kommunen Deutschlands eine Wärmeplanung haben. Und wir von EWE Netz unterstützen Sie als Dienstleister bei der Umsetzung. Als Netzbetreiber können wir eine hochaktuelle Datengrundlage schaffen und sind so oder so der Hauptansprechpartner, wenn es um die Versorgungsdaten der Kommunen in unserem Netzgebiet geht. Außerdem bauen wir ein digitales Abbild der flächendeckenden Wärmeversorgung in unserer Region und können so helfen, Synergien zu bündeln. Gemeinsam mit den Kommunen gehen wir diese Transformation an und leisten so auch einen Dienst an unsere Region. So unterstützen wir Kommunen dabei, nicht nur die Klimaziele zu erreichen, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern eine zuverlässige, zukunftsfähige und bezahlbare Wärmeversorgung zu gewährleisten. Klingt eigentlich gar nicht so kompliziert, oder? Wenn ihr Fragen zur Wärmeplanung eurer Kommune habt, wendet euch am besten direkt an sie. Ihr arbeitet bei einer Kommune und habt Fragen dazu, wie EWE Netz euch unterstützen kann? Dann findet ihr unter ewe-netz.de unsere Leistungen und euren Kommunalbetreuer.